Bundespräsidentenstichwahl, 4. Dezember. Es treten eigentlich auch zwei Generationen an, aber wie empfindet die junge Generation diesen Tag der Entscheidung? Ich glaube, dass wir mit Norbert Hofer einen Kandidaten haben, der im perfekten politischen Alter ist, der es schafft, diese Brücke zwischen Jung und Alt zu schlagen und der nicht nur rückwärtsgewandte Politik macht, sondern der den jungen Menschen auch symbolisiert, dass er ihre Anliegen ernst nimmt, dass er sich um ihre Probleme kümmert und dass er auch noch das nötige Verständnis hat, weil er ja auch selbst noch junge Kinder hat, welche Probleme es zu lösen gilt und wie er die Zukunft anzupacken hat. Alexander Van der Bellen hat natürlich jede Menge Lebenserfahrung, die man auch als Bundespräsident brauchen könnte. Das ist natürlich so, dass ein Bundespräsident Lebenserfahrung braucht, aber gerade Norbert Hofer, der schon viel in der Privatwirtschaft gearbeitet hat, der als Politiker lang tätig war, der viele Schicksalsschläge auch erleiden musste, ist jemand, der viel Erfahrung hat, auf die er zurückblicken kann, auf die er zurückgreifen kann und die ihm auch helfen wird, das Amt des Bundespräsidenten bestmöglich zu gestalten. Sie waren ja in Amerika bei der Wahl und haben dort erlebt, wie Donald Trump gewählt wurde. Immer wieder wird verglichen Donald Trump mit Norbert Hofer und es wird davor gewarnt. Besteht da eine Gefahr sozusagen, dass jetzt die Rechtspopulisten Österreich und nach den USA auch übernehmen? Also ich glaube, dass Norbert Hofer ein Bundespräsident sein wird, der sich schon im Vorfeld getroffen hat mit dem tschechischen Präsidenten, mit dem serbischen, mit dem kroatischen, mit anderen Staatsmännern aus Europa, der beste Beziehungen nach Russland pflegt, hier eine gute Schiene gelegt hat und der auch nach Amerika gut vernetzt ist und nicht so wie Van der Bellen bereits im Vorhinein die Tür zugeschlagen hat. Denn wir wissen, wie wichtig Amerika ist und dass es genau hier wichtig ist, Kontakte zu pflegen und keine sinnlosen Beleidigungen durchzuführen. Es wurde jetzt das Wahlregister neu erstellt. Dadurch sind sehr viele junge Leute jetzt bei der Stichwahl erstmals wahlberechtigt. Wie empfinden Sie die Stimmung der Jugend? Also ich glaube, dass Norbert Hofer eben, weil er eine jugendliche Dynamik ausstrahlt und andererseits, weil er auch die richtigen Themen anspricht, besonders bei der Jugend punkten kann. Und ich bin sicher, dass dieser Trend zur FPÖ bei jungen Leuten, der sich ja in der Vergangenheit schon oft gezeigt hat, auch bei dieser Wahl sich fortsetzen wird. Aber generell heißt es so, das zeigen alle Meinungsumfragen, Gymnasiasten, Studenten wählen eher grün. Also ich kann nur auf die Meinungsumfragen der letzten Landtagswahlen zurückgreifen, wo es fundiertes Material gibt, wo wir vor den Grünen gelegen sind, auch bei den Jungwählern. Und ich bin überzeugt davon, dass sich das auch bei dieser Wahl widerspiegeln wird. Welche Themen wünscht sich denn die Jugend von der Politik? Also ich glaube, ein ganz zentrales Thema ist natürlich das Thema Sicherheit und zwar in allen Belangen. Sicherheit am Arbeitsplatz, Sicherheit bei der Jobausbildung, Sicherheit im Allgemeinen. Hier muss es endlich Lösungen geben, um eine Rekordjugendarbeitslosigkeit gegenzusteuern, um eine Rekordjugendarmut gegenzusteuern. Und hier darf dieses Planieren des Status quo nicht weiter stattfinden. Und hier braucht es mit Norbert Hofer einen aktiven Bundespräsidenten, der Kontrolle ausüben wird und der auch, wenn nötig, die Regierung dazu mahnen wird, Gegenmaßnahmen einzuleiten.